So, Leute. Rapstreschen, genau. Rapstreschen die X-te. Oder so. Waren wir stehen geblieben? Achso, wir haben ein riesengroßes Feld, was wir schon seit 4 Folgen bearbeiten und... Ja, ne? Hey, wir sind bald fertig. Also groß ist das nicht mehr hier. Wenn ihr das kriegt ihr auch ein kleines Feld. Wenn ich nein, danach dreschen wir nicht. Danach macht Playbox und ich Gülle. Playbox? Ja? Hey, nicht mehr Feige, ich hab 98%, Mann. Nicht mehr gerade runterfahren, da sind den kleinen Stein brauchst du nicht nehmen, da komme ich jetzt wieder hoch. Okay. 91, 92. Aufpassen, dass mich hier keiner überholt. Nee, so schnell nicht. Das ist ja auch mit Spannung verbunden, das Spiel, ne? Also wenn man nicht, wenn man nicht weiß, ob der Abfahrer rechtzeitig kommt, das ist schon, das geht schon an die Substanz, ne? Unglaubliche Spannungselemente dabei. Ja. Nee, ist klar. Ist klar. Teilweise echt schon fast ein Thriller. Da müsstest du fast überkommen, hier hast du dann 6 Abfahrer für 1 Meter geschafft. Muss ich hier jetzt schon. Achso, ich muss hier schon. Ach du Scheiße, jetzt muss ich hier rum. Dann ist noch die Frage, fährt er wirklich ab oder will er dich nur auf die Seite rammen? Ob das passt, was ich mir da vorgestellt habe. Oder ob das schon zu früh war. Oh. Ah, muss ja wohl nochmal neu ansetzen, wa? Das war nicht so erfolgreich, kann das sein? Nee, das war jetzt von mir allerdings, sind gerade beim Mühlen essen nebenbei noch. So, Sie haben gleich ein Unglück. Pascal? Ich bin gerade abgetankt worden. Hey Bux, kannst du deinen Rüssel noch anpassen? Okay. Echt mal, pass mal. Klar, pass mal Rüssel an dich an, kein Ding. Gibt's den auch in Pink oder wie? Nee, aber in größer. Glaube ich kaum. Teleskopmast. Sandra, musst du jetzt auch nochmal neu ansetzen wegen mir, oder was? Ja, aber ist nicht schlimm. Ich bin zu früh rumgefahren, ne? Ist nicht schlimm. Eine Runde Rockefeller ärgern, weil bei mir leckt gerade wieder. So, ich fahr links rum. Naja, hat... Playbox? Ja? Wann kommst du jetzt zum Bier trinken? Na, ich sag mal so, Zeit ist während der Mähdrescher läuft ja genug, ne? Weil also könnte ich in der Zeit, während ich eine Bahn fahre, ja zu dir hinfahren, das ist ja nicht allzu weit weg, dann fahre ich bei dir die zweite Runde und dann fahre ich wieder zurück. Und während der dritten Runde fährst du zurück, weil während der zweiten müssen wir ja ein Bier trinken. Ja, oder muss ich mich mit dem Taxi fahren lassen? Ein Bier? Na, ein Bier, das geht voll klar. Ich dachte, wir reden vom Kasten oder so. Ja, dann musst du natürlich mit dem Taxi fahren. Aber das schaffen wir nicht während einer Bahn, Carsten. Eine Bahn? Dann werden vorher alle Felder zusammengelegt und dann passt das schon. Dann ist eine Bahn, Carsten. Okay, ja. Das Micmap, einmal quer rüber. Micmap. Wer oder was auch immer Micmap ist, das ist jetzt... Die Micmap ist viermal so groß wie diese hier. Das sind vier also mehr die Big Map, ja? Ja. Ist klar. Also Playbox, das heißt... Welt in Germany Zentrum. Big wie der Hersteller hier der okay. Nein, MEG MEG wie der Flugzeughersteller. Da gibt's einen Flugzeughersteller, der MEG heißt? Ja, die russische MEG. Okay. War mir nicht bewusst. Wenn du mal auf meinen Avatar-Bild gehst, dann hier normal gehäckselt wird. Okay. Wir könnten in dieser Folge sogar zum Ziel kommen. Wenn ich das schaffen wir locker. Einschätzen darf. Schaffen wir locker. Wir fahren ja auch erst seit 2 Stunden.
sind quasi noch nicht lange dabei. Quasi, ist gut, ja. Aber man muss sich wundern, wie schnell das nachher weg ist. Also Palle, bei mir gibt's nicht viel zu holen. Wenn das Alenia macht, tut dann auch Humus. Ja, da muss der, der zum Abtanken kommt, auf jeden Fall was zu essen und zu trinken mitbringen. Jetzt holt er aber auf hinter mir, doch. Oha, jetzt habe ich hier. Ja, wenn das bei mir manchmal nicht so lacken würde, dann würde ich bitte da einfahren, da wird es noch schneller hinten bei dir sein. Weil es mit 17 km/h ankommt. Das ist ja schon eine durchdachte Bodentextur hier, ne? Wahnsinn, mhm. Oder? Klatscht ganz schön was weg. Jetzt soll ich doch nochmal einen Joystick anschließen. Wofür? Wofür? Mit der Maus ist ja ein bisschen doof. Wäre mit dem Joystick bestimmt angenehmer. Was machst du denn mit der Maus? Die Kamera bewegen. Mach ich am rechten Stick von meinem Gamepad. Arbeitest du mit dem Gamepad? Okay. Jo. Ja, nee, das so. Tue ich nicht. So, bremst mal du alles Ding hier. So, sehr gut. Dass wir noch einen Crash bauen hier. Hallo. Hallo! Ey, wenn, dann bin ich ja wohl dran hier. Alter, du fährst mal los. Ja, ja. Ist ja gut. Komische Form hier jetzt. Da spielt der mit dem Gamepad. Das ist total easy. Die wichtigen Funktionen auf die vier Tasten und die Schultertasten gelegt. Gas, Bremse, Linkstick, Kamera und Rechtsstick. Und auf den Digital-Buttons habe ich die Tempomatstufe. Ja. Das war Mach die Kopf. Fährt er mir hier hinten in den Arsch, ey. Ich hab dich mal ganz dreist überholt, ne? Ja, ich hab das gemerkt. Diesmal sagst du vorher Bescheid, dann kann ich mein Tempomat auch ausmachen. Ich fahr ja nicht mit Tempomat um die Kurve, ich geb ja Vollstulle. Ja, ich aber. Einmal rumgerissen. Dann geht das weiter. Wow, oh, however. Das ist aber eine spannende Aktion hier, oder? Muss ich ja mal. Das ist ja Nervenkitzel. Ja, Kosten gehen zu Playboy. Oh, ich habe keine Ahnung, von was oder mit wem der da schreibt. Ich fühle mich da jetzt nicht angesprochen. Für die Schäden. Er guckt uns gerade zu. Das ist der Abfahrer, der hinter uns steht. Macht denn nichts. Und wer ist Playboy? Playboy. Ach so, ja. Ben, jetzt oben mehr Nachtfeige. Ja, na gut, dann zieh ich mal weg da. Das ist mir zu gefährlich. Na Playboy, dann kannst du schon mal dein Ding vorne abhängen und alles ausklappen. Einfach hier hinstellen, oder? Ja, du musst ja gleich wieder hinten anhängen. Aber X vorher drücken. Bin ich schneller? Bin ich dann schneller? Aber X vorher drücken. X. Ja, du musst dann noch ausklappen. Absenken, ich muss das mal Gerätewahl machen hier. G, X. Runter mit das Ding. Und jetzt? Ja, absenken brauchst du nicht, brauchst du X gut drücken. So. Nun? Muss er das mitnehmen oder was? Ne, das hängst du dir hinten. Nein, muss er meinen Inhalt vom Tank mitnehmen oder muss ich, kann ich den da selbst hinfahren? Okay. Ja. Nein, musst du abtanken. Weil du weißt ja nicht, was du als nächstes anderes. Na Falk, hau ab hier, ich muss da ran. Thank you.
Playbox, wir fahren dann gleich unsere Mähdrescher weg und danach wird erstmal richtig schön Gülle gefahren. Du. Das stinkt, klingt jetzt schon nach einer stinkenden Aktion, was soll's. Das wird gewaltig geruchsintensiv, du. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Was machst du da mit meinem Werkzeug? Wie konnte das denn angehen? Nimm mir das dein Ding nochmal weg, ich muss hier wenden. Du musst bei einer Koppel 20 Hektar groß, ich muss hier rückwärts wenden. Klar. Klar, Logik, nee, macht Sinn. Nee, hab ich vergessen, sorry. Fahr lieber mal dein Rüssel raus. Geht nicht. Oh, nicht. Macht nix. Ich muss wieder auswählen. X? Nee. Drei. Mein Gerät auswählen ist mit was? G, wie Geräteauswahl. So. Sehr schöne Aktion das Ganze hier. So, dann kannst du mir gleich mal hinterherjagen. Wo bist du denn überhaupt? Da hinten. Hinten bist du. Wer das hinten steht? Achso, das ist ja das, was falsch gesehen wurde. So. Ab geht die Wummel. Jetzt wird doch schon Bauer. Bitte. Frag doch schon, wer hat das da hinten stehen lassen. Drück mal X. X. Was zur Hölle? Boah, okay. Es lag gerade. Ah, aerodynamisch gestaltet, ja? Gut, ist klar. Nee, das ist nur wegen die Länge. Wegen die Länge? Gut. Jetzt fahre ich schon 31, das sind schon 3 km/h schneller. Ich kann hier ein bisschen rauszoomen, kann ich mehr sehen, das ist ja cool. Das nennt man wohl Kolonne fahren, wa? Das ist mal eine richtige Kolonne. Was hat er denn? Er hat eine Tonne als Gewicht vorne? Ja, ja, Fass. Ja, meine ich ja. Voll gefüllt mit Bang-Tang. Mit Bang-Tang? Plum-Bum, Blei. Plum-Bum. Plum-Bum, das ist Blei, ja. Ja. Und du meintest das auch, ne? Bang-Tang? Nein, ich meine Ben-Tong. Ben-Tong? Beton. Beton. Ben-Tong. Okay. So, Vorsicht, ich versuche zu lenken. Das finde ich ein bisschen doof, dass man hier keinen Blinker hat, ne? Da muss man aber echt mal Modifikationen da installieren. Das war ja auch, dass die Radtextur ab und zu mal so ein bisschen stehen bleibt und das aussieht, als wenn man nicht fährt. Nein. Ja, also ich habe hier keine Probleme. Komisch, dann ist das wohl mein Computer, dann ist der zu langsam. Ja, zu langsam für LS. Ja. Dann muss ich von dem Intel i7 mal vielleicht doch mehr so einen Einkernprozessor lieber mal holen. Besser ist das. Kann jemand ein Abfahrrennen von euch? Ich komme gleich einfach. Wo bist du auf dem Feld? 7. Ja, der ist auch eilig hier, alter Schwede. Jetzt muss ich wegen dir vorne nur noch weg. Toll, du bist ein richtig cleverer Bursche. Na, Felbox, rumlenken. Ja, wo muss ich denn hin? Hier, jetzt. Rechts. Ich bin schon ein zu weit, oder? Ja, kannst du da vorne. Fahr mal geradeaus. Alter Schwede. Oh. Nee, geradeaus fahren jetzt. Ja, was jetzt? Fahr geradeaus. Ding ist sowieso fast frei. Dann kommt da vorne gleich eine Straße, da fährst du rechts rein. Alles klar. Ich erwarte dich dort. Und Nachtfeige, du bleibst jetzt verdunten oder da hinten stehen. Hast du auch Gäste? Was? Hast du auch Gäste? Ja. Okay, komm. Hab nur noch 6% Platz. Oh, verfolge er mich.
Müssen wir jetzt ganz hin? Nein, nicht weit. Ich meine nur so, mein Sprit ist gleich leer. Ich habe nur noch 562 Liter. Na nee, hier rauf. Wenn wir da vorne parken. Das ist aber mehr als ich. Hago, was klar, weil ich Spritmann fahre. Ja, ich habe noch 640 Liter. Ich habe 532. Muss man die nicht voll tanken vorher? Nein, nein. Die Literzahl reicht noch. Bevor die abgestellt werden, wird voll getankt und dann. So gehört ja. Sich das. Ja, klar, bei 600 Liter noch im Tank. Der Drescher wird voll getankt. So ist es normal bei uns hier auf diesem Spiel. Weil der nächste sagt, ich habe ja noch 300, der nächste sagt, ich habe ja noch 200. Aber überall voll. Ich sage ja nur, wie es normal gehört. Ja, ich tanke ihn gleich noch, aber zugunsten des Videos, Playbox, du hast Tabulator, bis du einen Füllewagen hinten dran hast. So, also mache ich jetzt hier Tab. Nee. Jetzt habe ich hier, nee. Weiter tappen, nee. Weiter tappen. Weiter. Was, wenn ich zu weit getappt habe? Ist an der Kuhkoppel überhaupt Gülle abzuholen? Was muss ich denn überhaupt haben? Ja. Wie muss das Auto aussehen? Das ist ein roter Träger mit einem grünen Güllefass. Habe ich nicht. Ich habe hier so ein grünes Ding, da sind nur noch 300 Liter drin. Wer hat den nicht getankt? Ja, weiter tappen. Deutz fahr. Jetzt sitze ich in so einem roten Geschütz drin, was von alleine fährt. Warum? Wieso fährt das von alleine? Weiter. Alpha-Modus. Roter Träger? Da ist ein Helfer drin. Da ist er. Ah. Oh, Folge an mir. Jawohl. Wo bist denn du? Direkt vor dir? Nee, kann gar nicht angehen. Oh, der gute Tank. Gewaltig. Warte, komm. Ach, die ist getriggert, die geht von alleine auf. Nice, ne? Krass, Alter, krass. Gras? Nee, Gülle. Krass. Krass. Alter, der geht aber ab jetzt hier. Der fährt auch schon 30 Sachen, ne? 40. Wow. Nicht, dass wir uns überschlagen. Wo muss ich rum? Rechts oder links lang? Nee, hier anhalten. Dann müssen wir erstmal Gülle was auffüllen. Hast du 100% drin, oder? Ja. Ja, dann, wo bist du denn hin? Rechts. Jetzt rechts rum? Bist denn du? Bin da raus, dann bin ich rechts rum. Wo bist denn du? Auf Feld 19? Ich bin an der Ecke, links unten Feld 18. Nee Feld 19. Mittig Feld 19. Ja, dann fahren wir zum linken untere Ecke Feld 18. Da stehe ich nämlich. Doch in die falsche Richtung. Also doch nicht rechts rum, links rum. Siehst du da jemand auf sich auf der Karte die ganze Zeit drehen? Ja. Da musst du hin. Bist schon auf dem Weg. Kann ein bisschen dauern. Rechtsraum. Du musst jetzt andersrum fahren. Wo bist denn du? Ja, ich habe mich ein bisschen verfahren hier. Nur so ein bisschen. Irgendeiner von euch beobachtet mich. Ja, da lachst du schon so gehässig, falls im Querfeld ein ist. Stumpf Kingbaum. Leichte Lackschäden, das geht noch. Das geht noch. So. Da vorne fährst du gleich rechts um die Ecke. Aber Wumms, wenn der auf Drehzahl kommt, der geht aber gut ab. Schaltet der auch mal hoch? Ja, Automatik. So, jetzt verfolge mich. Alter, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Direkt vor dir. Das komische Krüppelding da hinten bist du, achso. Das Krüppelding mit 380 Björn, was PS ist das hier auch 32 hab? Kubikfass. Das Krüppelding. Ja. So, Güllefahr. Oh! Bin aber gleich wieder voll. Der geht in den nächsten Baum. Warum ist denn Englisch gekommen? Was ist das denn für eine eklige neongrüne Textur hier? Nun komm endlich hinterher hier. Ja, ich bin schon, ich mach schon. Hätte mich nicht. Ich bin Bauer, ich brauch Zeit.
Wenn wir da sind, dann ist die halbe Stunde wieder um. Nein, wir sind doch gleich da. Wir nehmen Feld Nummer 11 an die der Stroh. Gibt es auch ein Tempomat, der Vollgas gibt? Ja, 3. Das funktioniert erst rein, weil wie geht der gar nicht. Ich muss wieder manuell Gas geben. Wir sind ja gleich da, dann kannst du Tempomat Stufe 2 fahren. Mir ist die Automatik defekt. Doch Strecker ausmelden. Ich muss einen Defekt melden, Herr Administrator. Oh. Von rechts, dann gleich wieder links. Jawohl, da waren wir doch schon heute. Ja, fahr jetzt rechts und links. Oh, da kommt der Lanke halt. Alter, du hast auch 40 Tonnen hinten dran. Was erwartest du? Oh, Pille. Was ist jetzt? Was sitzt du da rum? Ich schieb dich gleich an. Nein. Gas jetzt. Los. Not happening. Was jetzt? Ja, da vorne ist ja gleich das Feld. Willst du mich ablenken oder was? Ey! Ey! Was soll das heißen? Da ist nicht nur die Automatik defekt. Jetzt klappen wir mal auf hier das Ding. Was für eine Physik hier, alter Schwede. Hast du schon aufgeklappt? Nein, sonst würde ich da ja nicht mehr vorbeikommen. Dann klapp mal auf. Und dann Güllefass anschalten, Tempomat Stufe 2 und Pille. Einschalten, alles mit B. Button 2. Jetzt hat er aufgehört. Jetzt macht er gar nichts mehr. So, jetzt habe ich ihn abgeworfen. Jetzt habe ich ein Problem. Muss mich wieder ankuppeln. So viele Knöpfe hier. Ja, der Güllefass hat genau 3. So. Anhängen, aufklappen, anschalten. So, und nochmal, aufklappen. X. B, Betrieb. Das kann ich mir sehr gut merken. So, jetzt wichst er da rum. Okay, alles klar. Jetzt fährst du einfach mit Tempomatstufe 2. Also sehe ich jetzt, wo du schon warst? Ja, das ist dunkel. Ah. Das sind komische Geräusche hier. Quasi sensationelle Texturen. Das ist die Druckpumpe. Wow, wow. Ey, der gibt aber Gas, so. Alter Schwede. Kann ich damit Vollgas durchfahren oder... Ah, nee, kann ich nicht. Nein. Dann werden wir das Ganze nachholen. Der Schwede, was für eine Fahrphysik. Ich bin ja... Oh, hauauer. Oh, jetzt erzählt der eine mir was von Kontrasten hier. Ist klar, Alter. Ich will nicht wissen, wie tausende Leute sich gleich lustig machen darüber. Das sollen die erstmal nachmachen hier, was ich hier mache. Das ist schwerste Arbeit. Ja, riecht nach Klugscheißer. Nur aber. Okay. Kommt jemand noch auf? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, oder? Muss ganz ehrlich sagen, schon unterwegs. Das stinkt echt ein bisschen. Nur du einen hast fahren lassen, ne? Ja, das ist ja, das fällt ja nicht auf im Traktor. Nicht wenn du Gülle fährst. Heute schon, heutzutage riecht das auf dem Träger nicht mehr nach Gülle. Nee? Nicht gut isoliert, oder? Ja. Ist klar. Also ich weiß nicht so ganz, wie ich meine Kamera halten soll, damit ich das richtig sehe. Ich eier hier voll rum. Ganz Alter, weit rauszoomen. Einfach ganz weit rauszoomen und möglichst weit von oben. Volume down! Mach es am besten von vorne aus der Sicht. Das sieht aber nicht mal, wohin fährt. Irgendwie lasse ich hier die Hälfte irgendwie immer übrig. Stark. Alter, der haut aber ganz schön viel Gülle raus, ne? Gewaltig. Mit Schleppschlauch oder ohne? Guck mal, mein Bildschirm ist dreckig. Mit, ne? Schleppschläuche. Kann ich die ausschalten, oder? Wenn du zusammenklappst, kannst du auch hinten mit so einem ganz normalen Stangenlastverteiler. Ist aber eher nicht so cool.
Unterschied? Das hier ist effektiver, oder was? Ja. Vor allem breiter. Breit. Breit ist wichtig. Frag mal Bob. Jo, der kennt sich damit aus. Und mit breit kennt er sich aus. Kann ich das Hut dann nicht mal wegmachen? Das nervt mich richtig. Ja, ich sehe da nichts. Oder meinst du das unten links? Das unten links? Nein. Oh, ich hab mich gerade vorgefreut. I? I? Unten links? Nochmal I, wer der vorher? Ach, oh, scheiße. Links, ja. Oder wolltest du das unten rechts wegmachen? Unten links? Nee, das ist gut. Jetzt sehe ich auch, was ich mache. Alles klar. Hammer. Und mit F1 kannst du noch den oben links wegmachen. Das ist das Ding, was ich mir immer nicht merken kann, die Sachen da oben. Da ich sowieso dann auf der Tastatur rumklippe, dann solltest du es nicht wegmachen. Okay. Mein Tank ist gleich leer. Ich habe nur noch 16%. Das ist aber der Gülle-Tank. Meine ich, ja? Ja, ich bin leer. Wo muss ich denn gleich hin? Ja, da wo... Da wo du das zweite Mal gegen den Baum gefahren bist. Da wo ich auf dich gewartet habe. Das habe ich... Da war ich nie unter Erstellung. Verdrängt. Da weiß ich nichts mehr von. Muss ich komplett bis auf 0 fahren, oder? Ja, warum nicht? Ich bin jetzt bei 3. Eigentlich bin ich bei 2. Ich bin ja auch leer, du kannst mich ja dann wieder verfolgen. Nicht verfolgen? Wo bist du denn, Alter? Ich habe eine ganze Menge mehr geschafft als du. Ja, na und? Ist er ist doch nicht so firm drin. Ja, ich mein, überholt er dich auch. Ja. Raybox, hier bin ich. So, mir ist leer. Wo bist du? So, ab geht die Pille hier. Er heizt ja voll übers Feld, Alter. Hallo? Ist abgeerntet. Das ist noch nicht gegrubbert. Ja, eben. Geht doch nicht. Deswegen können wir es ja noch machen. Ja, na gut. Wie viele Stunden verbringt ihr so in diesem Spiel? Ganz also meine Höchstzeit ist 17,5 Stunden. Pascals Höchstzeit waren mal 23,5 Stunden am Stück. Okay. Muss mal schauen bei Rapper, der ist gerade in 10 Stunden und 42 Minuten hier. Na, no, Mitspieler, Rapper, 9 Stunden 42. Okay. Nachtfalke aber auch schon wieder 5 Stunden 15. Oh, das ist ein Screenshot hier wert. Playbox 1 Stunde 30 Minuten. Kann sich ja jeder Playbox nennen. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich mich hier disconnecte oder was. Nie wieder. Wird man da rausgekickt, wenn man da nicht drauf ist? Also ich meine so automatisch vom System? Nein. Nein. Voraussetzung ist dann, wenn du jetzt AFK gehst, aus dem Fahrzeug gehen, also aussteigen. Sonst wirst du vom Admin gekickt. Ja gut, das macht Sinn. Oh, hallo, halt, stopp, nicht so schnell um die Kurve. Nicht, dass wir wieder das Getake dann schleudern kriegen. Diese neongrüne Textur, was ist das hier, Rasen oder? Nein, waren Zuckerrüben. Das ist Zuckerrübenblatt. Gott, das sieht ja sowas von eklig aus. Guck mal, da steht eine Birke. Wo du reingeswitcht warst und sagtest, das fährt ja alleine. Ach, das war das. Okay. Warum führt das überhaupt alleine? War das ein Erntehelfer oder was? Ja, die können Administratoren können Helfer einstellen. Also Moderatoren. Pro Playbox. Was? Bin ich schon wieder falsch abgebogen? Ne? Nee, dahin. Nee, du fährst jetzt hier ran. Und dann kannst du das Gerät auffüllen. Ah, alles klar. Was ist. Oh, wieso liegt da ein Schild auf dem Boden? Hallo? Was hast du da gemacht? Hast du das umgeheizt oder? Wo liegt ein Schild? Ja, hier vor meiner Nase. Oh. Sei froh, dass es auf dem Boden ist, nicht in der Luft hängt. Es hängt ein bisschen in der Luft. Kann man unter durchgucken. Beauftragen und das dann in Kante packen. Siehst du das nicht hier? Siehst du das da nicht? Guck mal da. Doch. Ey, da läuft eine Kuh. Ich war verrückt. Da ist eine Kuh.
Naja, morgen wirst du dann auf dem Server ein paar Schweine sehen. Das erste Schwein hätten wir jetzt schon. Ja, ich gut, dass du das gesagt hast. So, Playbox, kannst voll machen, ich bin voll. Ist aber sehr wendig mit dem Ding. Oh, ich nicht. Vor gegen den Gölli-Tank. Wenn der ausläuft, haben wir ein Problem, glaube ich. In der Tat. Wie weit muss ich denn da ran mit dem Ding? Wo ist der Tankstutzen von dem Teil? Ich komm nochmal hingejumpt. Du? Ja, ist natürlich, ich komm mal hingerannt. Müsstest eigentlich längst eine Meldung haben. Am Güllewagen auffüllen. Nö. Rückwärts. Muss mal oben links gucken, im Halt. Da zeigt sich dann an, wenn dann... ausgeblendet. Das wieder an. Sie müssen das Gerät zuerst auffüllen. Da, und da steht Geräte anstellen. Taste R. Ja, das ist okay, Taste R. Okay, muss es anmachen, alles klar. Ist nicht automatisch. Ja, weiß ich ja. Ja, komm. Wenn der Abfahrer auch automatisch agiert... Gut, dann werden wir hier jetzt mal die Einheit ein bisschen nachfüllen. Und ich denke mal, dann geht das in der nächsten Folge weiter. Oh, dauert dann noch ein bisschen, ne? Oh, wie voll willst du machen jetzt? Du hast irgendwie Filmwahn jetzt, oder? Ich einen Filmwahn, warum das denn? Mal gucken, wann ich mich das nächste Mal hier rantrauen werde, ne? Morgen? Die Geräte werden voll abgestellt. Hast du LS jetzt eigentlich von Geschenk gekriegt, oder? Ja, den Hans hat er gesponsert. Santa, vom Alter, Weihnachtsmann. Ein Held. Du bist ein Held. Echt. Bei dem Moment sozusagen, wo du gesehen hast, das Playbooks bei Steam, wo da stand Farming Simulator 2013. So. Jetzt zeig mir nochmal, wo ich das Gerät abstellen soll. Nicht abstellen. Weiter. Nicht abstellen, weiter, sagt er. Na gut, dann werde ich immer. Okay, bis zum nächsten Mal. Hauawa, haben wir das auf Video? Das haben wir auf Video. Wer ist der Verursacher? Nachtfalke. Gut, ich werde mich hier verkrümeln. Aber ich stelle mein Gespann ab, ich will nämlich jetzt Feierabend machen. Ich mache auch gleich Feierabend. So, dann werde ich das jetzt auch tun. Du verfolge er mich. Ja, das wird er tun. Und dann dahin stellen, wo du nach Heuer hast. Goldene Regel. Erstmal tanken, ne? Für dir einen Tank, oder nicht? Also, wenn der Tempomat heute keinen Bock, kann das sein. Keine Ahnung, ich glaube, ich muss hier manuell fahren. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder für mich gesehen, wo lang... Ach, du bist gerade rüber? Einfach nur geradeaus. Ist klar. Durch den Zaun? Oder um den Zaun rum? Nein, durch, ich stehe hier. Warte, bremst. Ich bin gerade noch am Tanken. Bremst, sagt er. Ach, da ist gleich die Tankanlage, alles klar. Rapper, wir machen den Rübenacker noch und dann ist Feierabend, ne? Ja. Mit so einem vierachsigen Güllewagen kann man echt gut lenken. Wie sagt man so? Ich sag mal so schön, geht ein Tag auf dem Bauernhof zu Ende, wa? Tag hat 24 Stunden und wenn uns das nicht reicht, dann nehmen wir die Nacht noch dazu. In diesem Sinne... Muss ich daneben stehen? Mit dem, was ich tanken will? Ein Träger, ja. So, sieht ein bisschen komisch aus. Geht sich die Rockefeller den Schirm verlassen? Mit die Güllehülle auf dem Acker rumbubern? Ah, den Server verlassen, achso. Gut. Rockefeller? So, ist voll. Jo. Der Gülletank ist nicht voll. GTC. Rockefeller einfach nur. Oh. Nicht undercover? Du stehst nur Rockefeller drin. Nicht muss GTC. Ich jetzt den da in die Ecke reinparken? Ist das euer Ernst? Tschüss, Leute. Ja. Tschüss. Oh Gott. Ihr verarscht mich. Das kann auch nicht euer Verlangen sein. Das soll gut gehen. Das habe ich bei Eurotrucks im Lader schon nicht hingekriegt. Da du keinen Drehschirmanhänger hast. Ja, den finde ich einfacher. Alter Schwede. Ah, du schaffst das. Gut aus. Das Problem ist, dass die Achsen da hinten mitlenken, ne? Ja. Das habe ich vorher nicht auf dem Trichter.
User joined your channel. Alter Schwede. Das läuft nicht. Das läuft also da müssen nicht wir noch eine extra Folge einparken aufnehmen, oder? Das gehört so nix. Ja, wir machen mal eine Folge komplett Fahrschule. Fahrschule. Ich ballert doch schon wieder gleich dagegen, Alter. Das kann doch nicht angehen. Schiebe ich das eine Ding mit dem anderen Teil da gleich weg. Wenn ich noch weiter fahre. Dann lass ihn doch stehen und wir machen da eine Unterschrift oder ihr Herzversuch. Nee, das muss jetzt. Ja, wo ist denn der Trecker? Alter Schwede! Hab ich auch gucken wollen. Guck dir das nicht an. Aber gleich steht er. Dafür stehen die anderen sechs hier auf der Reihe. Naja, jeder noch. Also fast gerade ein bisschen klassen Zaun erwischt. Jo, genau so in die richtige Richtung. Jo. Ja, jetzt passt das. Guck mal, ist noch ein Meter Platz. Jo. So, kannst abhängen oder aussteigen, passt. So. Ich bin zufrieden, wenn ihr zufrieden seid. Na komm. Nee, passt schon. Wenn das mal nicht der modellbeispielhafteste Meter auch rundherum ist. Na okay, hinten jetzt nicht so, dass man sich ein bisschen bückt. Dankeschön. So denn. Ich glaube, ich tue mir das später nochmal an. Auf Wiedersehen.